Das sieht so aus wie so eine Mischung aus Marvel und Disney, oder? Hallo, liebe Bücherdrachen und herzlich willkommen zu den Carlsen Neuerscheinungen. Ich freue mich, euch auch in diesem Video wieder all die Bücher zu zeigen, die bei Carlsen im vergangenen Monat erschienen sind. Ich kriege dafür von Carlsen eine Aufwandsentschädigung. Wie immer packe ich euch alle Bücher auch unten in die Infobox, wenn ihr direkt shoppen gehen wollt. Das Ganze ist in einem AnyTips-Link. Das bedeutet, ihr könnt bei Hugendubel, Thalia, wo auch immer ihr online shoppen wollt, die Bücher direkt beziehen. Ich kriege dadurch so eine kleine Provision und ihr helft mir damit, wenn ihr mich unterstützen wollt. Am Ende des Videos werde ich auch noch 3 von den Büchern, die ich euch heute vorstelle, verlosen. Also bleibt bis zum Ende dran, wenn ihr was gewinnen wollt. Okay, let's start with the books. Das erste Buch, das ich euch zeigen möchte, ist von Annette Moser, Sommerdiebe. Oh, und alleine, wenn ich das Cover angucke, habe ich schon so Bock, mich auf den Balkon zu setzen und den Sommer zu genießen. In dem Buch geht es um Mo und der sucht nach einer entlaufenen Stute und stolpert dann in einem Anwesen auf 2 andere Pferde, nämlich Prinz und Fee. Er beschließt, dass er den beiden helfen möchte. Mo ist aber nicht alleine, denn auch Nell kommt dazu und sie verbringen den Sommer mit den Pferden. Die Sache ist aber die, das geht eine ganze Weile gut und Mo und Nell können sich wirklich toll um die beiden kümmern, aber die brauchen ja irgendwann auch mal so ein richtiges Zuhause und können halt nicht nur da leben, wo Mo und Nell sie verstecken. Das klingt für mich nach einer sehr schönen und leichten Geschichte, die aber gleichzeitig auch eine gewisse Traurigkeit mit sich bringt. Als nächstes habe ich für euch Der Geschmack von Glück von Jennifer E. Smith. Und auch das ist wieder so ein absolutes Sommerbuch. Graham ist ein Teenie-Star in den USA und auf Abwägen landet seine E-Mail bei Ellie. Ja, Ellie hat von diesem Glamour überhaupt nichts zu tun. Sie arbeitet in einer Eisdiele. Deswegen ist auch das Eis vorne drauf. Ja, aber die beiden beginnen so miteinander zu chatten. Und vor allem halt hat Graham auch das Gefühl, sich bei Ellie entfalten zu können. Ja, die beiden reden halt die ganze Zeit offline miteinander. Und es gibt auch so angehängte E-Mails, finde ich sehr cool. Eines Tages beschließt Graham dann, ja, wieso besuche ich denn nicht mal hier meine Brieffreundin und wir drehen meinen nächsten Film da. Und für Ellie beginnt eine ziemlich krasse Wirklichkeit. Ob sie das denn so möchte, könnt ihr in dem Buch nachlesen. Und auch bei Disney geht es weiter mit den Dangerous Secrets, Aurora und der dunkle Schlaf. Und das ist von keiner geringeren als Holly Black geschrieben. Es geht um Dornröschen nach ihrem 100-jährigen Schlaf. Und sie hat mittlerweile so ein richtiges Trauma entwickelt. Also schlafen gehen ist für sie einfach nur furchtbar. Ja, und weil sie so Schlafprobleme hat, kann sie auch wirklich nicht gut pennen. Und deswegen ist sie am nächsten Tag ziemlich gerädert. Und das geht teilweise so krass, dass es auch Tage gibt, an denen sie gar nicht aufstehen kann. Der letzte Satz ist, glaube ich, ziemlich wichtig. Einschlafen fühlte sich an, als würde sie in einen tiefen Brunnen fallen, aus dem sie vielleicht nie wieder einen Weg hinausfinden würde. Für mich eine Person mit Schlafstörung, sicher ein sehr interessanter Disney-Twist. Wenn ihr noch mehr Buchtipps von mir wollt, dann schaut doch gerne auch mal auf Instagram vorbei. Da gibt es jeden Tag eine neue Buchempfehlung. Und natürlich gibt es noch mehr von Disney, die City of Villains, geheimnisvolle Mächte von Estelle Lohr. Das sieht so aus wie so eine Mischung aus Marvel und Disney, oder? Es ist auch quasi ein Krimi, denn hier geht es um Mary. Die ist zwar an der Highschool, aber sie arbeitet auch für die Polizei. Es gibt in der Stadt, in der sie lebt, ein sehr armes Viertel, The Scar, und das streitet sich zunehmend mit der Elite von Monarch City. Mary bekommt dann einen neuen Fall, denn die Tochter von mächtigen Geschäftsleuten geht verschwunden. Es gibt dann eine Vermisstenmeldung. Ja, und was dann genau passiert, könnt ihr natürlich in City of Villains nachlesen. Man sieht hier schon, es ist Maleficent drauf. I really don't know. Was mich ein bisschen verwirrt, sind diese Tentakel, die sofort an Ursula erinnern. Ich bin einfach mega gespannt, was da auf einen wartet, weil ich glaube, das wird mal sowas ganz Besonderes und ganz Neues. Und ich habe auch schon aus den USA gehört, dass das ein mega geiler Titel sein soll.
Das nächste Buch für euch ist 11 Schritte bis zum Happy End von Elise Bryant. Und allein dieses Cover ist schon so pure Liebe. Das sagt mir quasi schon, Lea, du musst es lesen. Tessa geht auf eine neue Schule und eigentlich sollte sie das total happy machen. Ist sie aber nicht. Sie hat auf der neuen Schule Chance, auch zu schreiben. Und dann hat sie das große Problem, dass ihr die Ideen ausgehen. Sie will eine Liebesgeschichte schreiben und ihre beste Freundin sagt dann, ja, dann musst du dich halt aber auch mal verlieben, Tessa. Sie treffen auf Nico, der auch auf die Schule geht und der ist eigentlich perfekt, um sich in ihn zu verlieben. Und so machen sie einen 11-Punkte-Plan, damit Tessa in love mit Nico fällt. Ja, das ist aber nicht die einzige Sache, denn da ist auch noch Sam. Und während Nico so der erfolgreiche Schönling ist, ist Sam halt so der nette Bäckersjunge von nebenan. Und ich gehe stark davon aus, dass ich Tessa zwischen den beiden entscheiden muss. Ich freue mich schon drauf. Und Becky Abatelli hat sogar ein Quote hinten drauf geschrieben. Und alleine deswegen denke ich schon, dass das eine sehr einfühlsame und schöne romantische Geschichte wird. Sehr leicht und auf jeden Fall was für zwischendurch. Ihr merkt, wir werden immer älter so vom Thema. Ich habe hier The Summer of Lost Letters von Hannah Reynolds. Auch hier wieder ein Sommerbuch. Ich habe heute quasi fast nur Sommertitel für euch. Also perfekt, wenn ihr jetzt noch nach einer Lektüre sucht, die ihr in euren Sommerurlaub mitnehmen wollt. Ja, ich weiß, es ist erst April und erst Frühling, aber wenn ihr Mai, Juni, Juli verreist, könnt ihr euch jetzt schon mal eine Liste mit Büchern machen, die ihr mitnehmen wollt. Emmys Aussichten auf die Sommerferien sind nicht so gut, denn ihr Freund hat mit ihr Schluss gemacht. Sie ist ziemlich allein, weil ihre Freundinnen auch alle im Sommerurlaub sind. Und Abby weiß nicht so ganz, was sie machen soll, bis sie dann auf eine Kiste mit alten Liebesbriefen von ihrer Oma stößt. Und sie beschließt dann, auf die Insel Nantucket zu fahren. Und von dort aus wurden nämlich diese Liebesbriefe von der Oma geschrieben. Natürlich wandelt sich für Abby alles, denn sie hat den Sommer, den sie nie vergessen wird. Und sie trifft natürlich auch auf jemanden. In dem Fall auf Noah. Und der Witz an der ganzen Geschichte ist, dass der Enkel eines der Briefeschreibers ist. Ja, und obwohl Abby nur da ist, um diese Familiengeschichte zu klären und herauszufinden, was damals mit der Oma war, beginnt natürlich auch für sie eine Love Story. Und zu guter Letzt habe ich von Lana Rotaru All These Broken Strings. Es ist nicht ein mega schönes Cover, es glitzert einfach nur. Mackenzie war früher eine sehr leidenschaftliche Songwriterin, aber ihr Opa ist gestorben und jetzt spürt sie quasi nur noch innere Leere. Das Einzige, was ihr noch so ein bisschen Mut geben kann, ist ein Musikferienlager, das einst von ihrem Opa gegründet wurde. Und dann geht wieder alles schief. Denn das Musikferienlager bringt nicht mehr genügend Geld ein. Mackenzie hat einen Plan, denn sie will natürlich das Camp retten. Und jetzt kommt der Knackpunkt. Die Person, die helfen soll, ist ausgerechnet Vincent. Und Vincent und Mackenzie kennen sich sehr gut. Denn er hat dafür gesorgt, dass mit einem gemeinsamen Song er berühmt wurde. Ich denke, es ist eine Geschichte von Lovers to Enemies to Lovers. Back again. Es soll ja auf jeden Fall romantisch sein. Ich finde, das sagt das Cover halt auch schon. Und ja, es klingt so ein bisschen wie Camp Rock. Also ich bin sofort dabei. Ich finde, es klingt so geil. Rockstar Love und allein diese Prämisse, es klingt Hammer. Ja, und dann kommt auch noch ein Comic auf euch zu, nämlich Völlig Meschugge. Das ist von Andreas Steinhöfel und Melanie Garanin. Die Sache ist die, ich warte jetzt schon wirklich echt lange darauf, dass es bei mir ankommt. Ich wollte es euch deswegen zeigen, weil es halt schon erschienen ist. Es geht um drei Jugendliche, die alle einer unterschiedlichen Religion angehören. Der eine trägt offen einen Davidstern und der andere ist Moslem. Es geht natürlich auch um diese verschiedenen Religionen, aber vor allem um die Freundschaft dieser drei Jugendlichen. Das große Problem ist das Teenager-Dasein, die Pubertät. Und die kickt ganz schön in dem Titel. Ey, funny story. Der Comic kam literally, nachdem ich das Video zu Ende gedreht habe. Also hier kann ich ihn euch jetzt noch in voller Pracht und in Farbe zeigen. Aber das war nicht das Einzige, was von Carlsen noch gekommen ist. Hier kam nämlich auch noch Draw What You Love, ein Zeichenbuch von Simone Grünewald. Ich liebe den Zeichenstil von Simone, es ist wunderschön. Und hier könnt ihr quasi zeichnen lernen, finde ich richtig
cool. Es gibt verschiedene Hilfen zu Posings, wie man ja, Figuren darstellt und, was ich sehr cool finde, Photoshop-Tricks. Da werde ich mir bestimmt noch einiges aneignen. Und zudem der letzte Tigerhai, die Abenteuer von Blake und Mortimer. In dem Ringlicht spiegelt es eine richtig krass. Das ist schon der 25. Band. Eine außergewöhnliche Waffe soll gestohlen werden. Und zwar der letzte Tigerhai. Ich habe keine Ahnung, was das sein soll. Das Ding hier vielleicht? I really don't know. Es ist eine Waffe. Und es ist klar, dass Blake und Mortimer etwas dagegen tun müssen. Und das Abenteuer könnt ihr hier nachlesen. Zuletzt so frisch, dass ich es noch nicht mal auspacken konnte, von Claire Bretéchet, Die Frustrierten. Das ist aus der Bibliothek der Comic-Klassiker. Und eben, weil es literally gerade ankam, packen wir das jetzt zusammen aus. Kommt auch wieder in so einem schönen Schuber daher. Und in dem Comic geht es um eine Soziologin. So sieht das Ganze übrigens von innen aus. Die Frage ist ja jetzt, worum geht's da? Das sind feministische Comics aus den 70er Jahren. Es geht um den politischen Alltag der Menschen. Das heißt auch vor allem um Streits zwischen Männern und Frauen. Es ist eine sehr politische und eine sehr gesellschaftskritische Story. Also, wenn ihr da mal reintauchen wollt, holt euch direkt den Comic-Klassiker. Und jetzt gebe ich zurück an Zukunftslehr. Das war's auch mit den Titeln, die bei Carlsen erschienen sind in dem Monat. Und wie immer darf ich jetzt noch drei Bücher an euch verlosen. Das Ganze geht über das Codewort-Prinzip. Das heißt, ich nenne euch gleich ein Codewort und wenn ihr dieses Codewort in den Kommentaren benutzt und mir zusätzlich verratet, warum ihr das Buch gewinnen wollt, dann landet ihr im Lostopf. Die Teilnahmebedingungen gibt es wie immer in der Infobox und ich blende euch hier den Zeitraum des Gewinnspiels ein. Mit dem Codewort Happy End könnt ihr 11 Schritte bis zum Happy End gewinnen. Mit dem Codewort Disney könnt ihr City of Villains geheimnisvolle Mächte abstauben. Und mit dem Codewort Sommer habt ihr die Möglichkeit, vielleicht The Summer of Lost Letters zu gewinnen. Vielen, vielen Dank wie immer an Carlsen. Ganz viel Liebe. Das sieht ein bisschen aus wie ein Ei. So. Wenn ihr jetzt noch mehr Buchtipps haben wollt, dann schaut auch gerne mal hier in das Video, das ich euch verlinkt habe. Das war's von mir. Lasst gerne ein Abo da. Aktiviert auch die Glocke, wenn ihr kein Video mehr verpassen wollt. Oder schaut in meine wöchentliche Twitch-Streams. Bis dann. Ciao, Bücherdrachen. Das war's von mir. Wir sehen uns dann in einem nächsten... Und mit dem Codewort... Und der sucht nach einer... Graham ist ein Teenie. Also kratzen. Mary bekommt dann einen neuen Fall, denn die Tochter einiger... Danke. Das Ganze ist in einem Anytips-Links. I don't know.